Es lebte einmal ein junges Paar neben mir. Ab und zu hörte ich sie nachts über irgendetwas streiten. Wahrscheinlich Drogen. Ich sah manchmal zwielichtige Gestalten etwas zu ihnen liefern. Eines Nachts hatten sie einen schlimmeren Streit als sonst. Und plötzlich hörte das Geschrei auf. Es wurde komplett still. Keine Geräusche mehr. Ich sah aus dem Fenster, um herauszufinden, ob etwas ungewöhnlich war. Etwa 15 Minuten nach dem Streit kam ein schwarzer Van draußen an und vier Männer mit Kapuzen gingen ins Haus. Circa eine Stunde später trugen die Männer und der Nachbar irgendetwas in den Van. Es sah aus wie ein großer schwarzer Müllsack. Ich alarmierte die Polizei nach dem, was ich gesehen habe. Sie besuchten den Nachbarn und fragten ihn aus. Anscheinend hatte seine Freundin sich dazu entschieden, zu verschwinden. Sie verschwand nicht, sondern ist einfach gegangen. Ich glaubte das nie. Ich schwöre bis heute, dass er sie getötet hat und ihren Körper losgeworden ist. Fast ein Jahr später starb der Nachbar an einer Überdosis. Und wir fanden die Wahrheit nie heraus.